Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und willkommen in, ja, im Dino-Park. Hektik, wie kann ich den Zaun reparieren? Zaun öffnen, ich will ihn nicht öffnen. So, betäubte Dinosaurier können zu beliebigen Orten transportiert werden oder extern verkauft werden, okay. Wählen Sie den T aus, um den Transport zuzugreifen. Okay. Kannst du diesen... Was macht der? Transport hier. Produkt wird eingesammelt. Ah, darum wurden die nicht eingesammelt. So, was anderes. Abreißen. Strom, Gäste, Betriebsgebäude. Kontrollverwaltung. Wir müssen doch irgendwie den Jungs da den Befehl geben zum Reparieren. Das habe ich noch nicht geblickt. Man könnte auch davon ausgehen, dass da eigentlich selbst jemand rauskommt, oder? Müssen wir es anklicken. Schließen. Sie müssen sich um Ihre Dinos kümmern. Ihre Gesundheit ist lebenswichtig. Ja, das ist mir klar, aber ich möchte gerne die Dinos irgendwie... Ja. So, Tee. Verbaut. Hä? Hole Produkt ab. Wer repariert Gebäude? Fahrzeuge. Das ist es auch nicht. Sammle Produkt ein. Beginne Produkttransport. Reparaturen machen die nicht, oder? Skins sind mir gerade egal. Nö. Hier kriegen wir das Tor. Das ist Expedition. Oder müssen wir jetzt einfach... Produkt transportiert. Produkttransport wird durchgeführt. Dinosaurier brauchen Nahrung, um zu überleben. Bauen Sie in jedem Gehege Dinosaurier entsprechende Futterstationen. Alle Dinosaurier brauchen Wasser, um zu überleben. Okay. Dinosaurier mit gefährlich niedriger Gesundheit können vom Ranger-Team geheilt werden. Okay. Das heißt, wir brauchen hier Futterstellen, ne? Da wir ja mehrere haben, würde ich hier einfach mal zwei reinbauen. So. Trotzdem, wie repariere ich diese Gebäude? Okay, bauen wir einfach neu. Okay. Also wenn jemand weiß, was ich falsch gemacht habe, bitte in die Kommentare. Ha, 1 Million eingenommen. Job juhu. Erledigt, voll und ganz. Sehen Sie, wir wissen noch nicht, wie weit wir gehen können, um diese Tiere unter Kontrolle zu halten. Und die denken sich weiß Gott was aus, um unsere Schwächen auszunutzen. Bleibt nur die Frage, wer zuerst an die Grenze seiner Möglichkeiten stößt. Wir oder die?
Immer wachsam bleiben. Das war immer die Hauptherausforderung im Jurassic-Industriekomplex. Nutzen gegen Sicherheit. Was für ein immenses Potenzial für Profit. Aber eben auch für Gewalt. Ne, Gewalt wollen wir nicht. Wir wollen friedlich hier im Park haben, ne? $1 Million. So, und jetzt können wir hier die schönen Tiere ausbrüten. So, wir haben bisher nur eins gebaut. Produkt wurde transportiert. Freilassen. Oh, denen geht's nicht gut. Nee, ich will den Status. Boah, 45%. Ah, hier gibt's noch Dino, der Edmontosaurus, wurde erstmals in einer Grabungsstätte in Kanada entdeckt. Raten Sie mal, wo genau. Dem T-Rex schmecken diese Exemplare übrigens großartig. Anfällig, Erkältung. Ah, siehst du, hier lebt in großen sozialen Gruppen, um Fressfeinden zu entgegen. Okay, also das heißt, es ist ein Rudeltier oder so. So, wir müssen den auf jeden Fall, und die verstehen sich auch. Das ist zwar hervorragend. Die hauen sich nicht auf den Kopf. Wie kann ich jetzt einen Dino heilen? Ich habe hier einen Verletzten. Aufgabe hinzufügen. Nee, ich will nicht umhauen oder so betäuben. Haben wir keinen Onkel Doktor? Die hat doch vorhin gesagt, sie können auch irgendwie die heilen oder so. Hm. Achso, wir haben jetzt neu gebaut und ist trotzdem noch kaputt. Wir haben einfach dann noch... Ich habe wohl nicht repariert. Wir haben einen kaputten Zaun und einen heilen Zaun auf einem Fleck. Okay. Was soll mir dieses Bild noch sagen? Alle Anzeigen von Gegenständen? Hm. Ach so, der braucht ja nur Futter. Okay. Bestand sozial. Er mag Wald, Grasland. Okay, jetzt hat er wieder, ist er der Durst. Und jetzt ist er weg. Hm, okay. Ein Edmo brauchen wir noch hier, ne? Dann haben wir die andere Mission auch geschafft. Ausbrüten. So, dann schicken wir die mal wieder auf Arbeit. Arbeit. Das haben wir gemacht. Haben wir noch irgendwas? Nee, Triceratop. Da. Ha. So. Weiches. Wir haben ein neues Gebäude. Sturmabwehr. Station bietet Gebäuden in der Nähe Schutz vor Wetterschäden. Ich finde, das ist eine hervorragende Geschichte, denn wir brauchen ja, wir müssen hier unser Strom schützen. So, und dann würde ich mal sagen, können wir mal darüber nachdenken, wo wir die nächsten Gehege bauen. Stellt mal, der Platz sieht eigentlich ganz nett aus. Kann von allen Seiten begutachtet werden. Beschaffen Sie ein Fossil von hoher Qualität. Ja, arbeite ich dran. Können wir was erforschen? Forschung ansehen. Aggressives Verhalten.
freigelassen. Ich glaube, das würde ich erst später erforschen. Die neuen Tiere wurden zugestellt und wir können den Scheck einlösen. Und alles nur dank Ihnen. Ja, bitte. Hm. So. Hey, Isaac hier. Wie geht's? Ich hätte da eine coole Sache, bei der Sie dabei sein sollten. Darum weise ich Sie darauf hin. Seien Sie auf der Gewinnerseite. Meiner Seite. Naja, Isaac, gucken wir mal. Du bist doch der Erste, der stirbt, wenn sobald ein Dino hier ausbricht. Kreatosaurus, 50% des Genoms. Ja, finde ich, ist eine gute Idee und gibt 1 Million. Machen wir. Und, gut, mir geht es um die Show. Und mit diesen Dinosauriern haben wir eine, die es auf der Welt kein zweites Mal gibt. Den Park sollen Leute anlocken. Was ist attraktiver als neue Dinos? Außer mir selbst natürlich. Gut, was ich damit sagen will, magazinieren wir doch ein paar frische Dinos auf. So, gucken wir, tun wir was für unsere Touristen, falls noch 1, 2 kommen. Ah, da sind ja welche. Wir haben wirklich schon Touristen. Schön. Das ist kein gutes Symbol. Ah, er braucht Strom. Können wir nicht einfach sagen... Kein Umspannwerk. Warum braucht er ein Umspannwerk? Hey, wie ich höre, war die Expedition ein Erfolg. Sehr gut. Wow, es geht los. Ihr Ruf ist in die Höhe geschossen, weshalb Sie von der Unterhaltungsabteilung eine Belohnung für Ihre Arbeit auf Isla Mantanceros erhalten. Hurra! So. Ja, das mit dem Gebäude verstehe ich hier noch nicht. Zeigt er mir wieder aufs Tor. Also das muss ich echt nochmal nachforschen. Das ist nicht leicht. So. Dr. Dua, das ist unser neuer Verwaltungsdirektor. Ich weiß, mit wem ich es zu tun habe, Kibbot. Ich bin Dr. Dua. Ich leite unsere Wissenschaftsabteilung. Okay, Sie müssen sich einen Ruf in der Wissenschaftsabteilung machen. Das wird nicht einfach mit mir im Nacken, aber Sie schaffen das. Sie werden sich um unsere Dinosaurier kümmern und dafür sorgen, dass sie gedeihen. Ja, führen Sie eine erfolgreiche Expedition durch nach Hell Creek Formation. Wir brauchen neue Proben, um weiter zu forschen. Ich habe von einem Expeditionsauftrag gehört, der uns dabei helfen könnte. Sehen Sie sich ihn an. Okay. Machen wir. Nutzen Sie diese Gelegenheit. Mache ich. So, der hat jetzt Strom. So. Haben wir überhaupt Platz dafür? Siehste? Haben wir nämlich nicht. Was ist das? Keine Dinosaurier-DNA zum Extrahieren. Verkaufen. Na, ja, super. Pech. So. Würde ich sagen. DNA extrahieren. Und DNA extrahieren. Komm, ja, dann haben wir erstmal wieder welche ein paar Slots frei. Hm. Ich glaube, hier so im Anfangsbereich würde ich dann doch hier so kleiner. Ach, der braucht auch ein Umspannwerk. Wie kostet das Gebäude überhaupt? Ich habe es jetzt einfach angeklickt. 120.000. Ach, da gibt es ja echt viel. Ah, wir machen einen Gewinn. Herzlichen Glückwunsch. Sondern Fast Food, die müssen ja... Gibt es auch Klos? Nicht, dass die hier...
Souvenirladen macht aber mehr Sinn am Ende. Ich würde sagen, Souvenirladen und Kleiderladen. Dem kostet aber 6 Strom. Wie viel haben wir? Ungenutzter Strom. Wir haben nur noch 2. Das ist ein bisschen wenig. Schitte, schitte, schitte. Wir brauchen mehr Strom. Können wir hier hinten was bauen? Dann haben wir hier so viel Fläche. Ah ja, ist die Reparaturgeschichte. $500.000. Doch, machen wir, komm. Machen wir so dahinter, dann sieht man es nicht so. So, ein bisschen versetzt. Ja, ein bisschen versetzt machen wir. Ah, wir können auch unterschiedliche Straßen bauen, aber... Oh ja. Ups. So. Puh. Was machen unsere Dinos? Unsere kleinen Süßen geht's auch gut, hervorragend. Bestand sozial. Weg nicht verbunden. Achso, der braucht Strom. Also der braucht einen Anschluss an das Netz wahrscheinlich. Okay. Habe ich nicht gedacht. Das war das, was er gerade angezeigt hat. Können wir einfach jetzt von da... Jetzt müssen wir sie aber verbunden haben. Jetzt zeigt er hier aber noch einen anderen Weg. Ach, ich habe die Straße nicht fertig gebohrt. Ah. Scheiße, ey. So, Strom und Straße miteinander verbunden. Hervorragend. Und hier würde ich dann später... Hier kommt ein Gehege, denke ich mal, hin. Und dann verkleiden wir das. Hier machen wir hier so Essen oder so. Irgendwas, wo man diesen Schandfleck da hinten nicht so sieht. Ja. Wie sieht's denn aus mit dem Zaun? Zäune. Beobachtungsgalerie. Okay. Ja, in dem kleinen Gehege vielleicht doch ein Fleischfresser? Boah, wir wollen ja bald einen Fleischfresser haben, oder? Ja, kommt doch noch. Baukosten? Verbaut? Kein Money mehr? Okay.
Ja, ich so langsam verstehe ich das, aber. So, Zaun steht. Jetzt brauchen wir rundherum Strom. Das heißt, wir brauchen jetzt mehr von Umspannwerken, ne? Ecke lasse ich nochmal frei. Aber wir müssen da was bauen. Ich glaube, wir müssen immer in diesem Bereich sein. Dann kommt hier der vierte hin. Ach, packen wir auf die Seite. So, jetzt haben wir ganz schön kräftig Geld ausgegeben, aber... Stromkreis ist geschlossen. Tada! So, jetzt brauchen wir langsam Geld. Wie sieht's denn hier aus? Wir sollen zu irgendwas mit Quicken. Hier, 75.000, machen wir. Können wir irgendwas ausbrüten? Genau, den fangen wir mal an auszubrüten. So, jetzt kann ich aber langsam nicht mehr allzu viel bauen. Langsam brauchen wir Geld. Wo wäre es denn der hübscheste Platz, wo wir den Dino... wo die Zuschauer oder die Besucher den Dino beobachten könnten. Kann man noch nachträglich Bäume wegholzen? Oh ja, geht. Ach, das kostet auch Geld, Mensch. Überall wollen die mir mein Geld abzapfen. Ich glaube, das lassen wir erstmal so. Ein bisschen Bäume lassen wir, die Ränder so ein bisschen. Bisschen weg. Und wir machen wieder Minus. Ich habe einfach zu viel Geld ausgegeben. Und dann kommt hier ein Futtertrug hin. Den können wir ja vielleicht schon mal bauen. Der mag bestimmt. Das kostet mehr. Wenn Dinge schief gehen, an wen wendet man sich? An mich. Sie haben es schon geahnt. Also sehen Sie diesen Auftrag als Teil unserer Allzeitbereitschaft an. Schießen Sie mit der Kamera des Ranger-Teams ein Foto, mindestens 5.000 Dollar wert ist. Das mindestens 5.000 Dollar wert ist. Aha, das steigert die Sicherheit. Was macht denn ein Foto von einem Dino? Was steigert da die Sicherheit? Aber ist egal. Wie mache ich das? Ja, wir akzeptieren und machen das einfach. Aber, wie mache ich das? So, nochmal ganz kurz hier. Ach, das müssen wir mal gucken, wenn der Dino da ist. Ob der, Aas mag, denke ich mal.
Versorgt fleischfressende Dinosaurier mit Fleisch und Nährstoffen. Versorgt fleischfressende Dinosaurier mit einem beweglichen Paket voller Fleisch und Nährstoffen. Bietet zwar nicht so viele Nährstoffe wie die Futterstation für Fleischfresser, stillt jedoch den Hunger und befriedigt den Jagdtrieb. Futterstationen müssen regelmäßig von einem Ranger-Team gefüllt werden, das auch. Okay. Aber ich denke mal, das wird den Zuschauer besser interessieren. Zumindest war es im Film so und ich glaube, in echt ist es auch so. So. Zu den Fossilien. Ja, das ist genau, was wir brauchen. Sie haben den Auftrag gut erfüllt. Gut. Jetzt haben wir hier Stegosaurus. Ach komm, hier so mit einem Stern verkaufen wir. Zack. Und den brüten wir mal aus. So. Ah ja, wir wollten was bauen. Bauen. Wir extrahieren. Beschaffen Sie mindestens 50% davon. Da sind wir ja schon dabei. Ah ja, wir sollen Fotos schießen mit den Ranger. Wie geht das? Das ist nicht das Ranger-Team. Das ACU. Forschung. Expedition. Ich habe keine Ahnung, was das Ranger-Team ist. Müssen wir das noch bauen? ACU. Ranger-Station. Ah, die reparieren bestimmt auch dann... Was man alles für Verwaltungsgebäude bauen muss. Das kostet 400.000. Das ist aber wirklich ein anderes Gebäude. Und es ist nicht klein. Dann würde ich sagen, ja, bauen wir das hier. Haben wir hier ein Verwaltungsgebiet. Ja, das Geld geht zu Neige, ich ahne es. Der hat keinen Strom? Ich dachte, ich habe es so gebaut, dass ich kein Umspannwerk brauche. Falsch gedacht. Zwischen können wir es bauen. Das ist eine Kabelverwaltung hier. Unglaublich. So. Dann müssen wir Geld machen und Dino-Fotos machen. Das ist nicht uninteressant. So, und hier könnte man auch schöne Straße langführen. Nach da, so schön am Fluss. Entschuldigung, bin gerade gegen das Mikro gekommen. Aber wir machen was mit den Getränken, wenn die Dinos hier sind, weil hier ist ja nur Wasser. Also hier geht auf jeden Fall eine Straße lang. Vielleicht können wir hier ein bisschen Merch machen. Fast Food. So, fertig gebaut. Aufgabe hinzufügen. Ah, Dinosaur. Jetzt haben wir es auch. Ah, beschädigte Gebäude. Ah. Ha? Ja, aber wir können die fotografieren. Das war jetzt nicht. Okay, ah. Geil, wir lenken das. Diese kleinen Minisachen gefallen mir. Yeah! Das ist echt cool. Können wir Leute überfahren? Ich trau mich nicht.
Hi, Wissenschaftler. Nee, geht irgendwie nicht, schade. Das wäre ja auch fies, wenn es so Zeitungsberichte gibt, wo dann drinnen steht so, hier, Ranger-Team überfährt. Wir wollen rein. Reparieren können wir später, den Doppelzaun. Nein! Nicht den Dino überfahren, du Pfosten! Und was kostet's? Na gut. Sieht gut aus. Ich finde das fotogen. Die Holte spielt es. Okay. Oh, da, Gruppenfoto. Die unterhalten sich. Nein! Ah. Wie kriegt man so Spitzengelder hin? Ich verstehe es nicht. Heute Strafe. Ich habe das Foto noch nicht gegeben. Hm. Na gut. Brechen wir das erstmal ab. Wir haben zu viel wiederholt. Handbremse, das haben sie auch. Ja. Ranger ging vor. Fahrzeugskin haben wir auch. So, ich glaube, wie Profis geparkt. Gut, ich mache erstmal einen Break und ja, ich würde dann sagen, nächste Folge geht's weiter, ne? Versuchen wir mal, wenn der Fleischfresser wieder da ist oder wenn wir ins neue Bereich da reingepackt haben, davon ein Foto zu machen. Zur Not packen wir da einfach einen Pflanzenfresser rein, dann wird das schon interessant werden. Und ja, ich hoffe, euch gefällt das Spiel genauso wie mir. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte ein Like da, ein Abo wäre noch viel besser. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao! Erhaltet Produktbericht.